Heute wird es wieder richtig interessant, denn ich habe hier so ein richtig schönes Sahnestückchen stehen von der Firma Macintosh. Und zwar eine Röhrenendstufe, das ist der Macintosh 75. Und die Reparatur dieses Röhrenverstärkers, die schauen wir uns heute mal hier in meinem neuen Video zum Thema Röhrentechnik an. Dieses Gerät hier habe ich von einem Zuschauer geschickt bekommen. Der verfolgt auch schon seit einiger Zeit meine Röhren-Repair-Videos. Da habe ich ja schon einiges gemacht, unter anderem auch Röhrenradios repariert und auch schon mal so ein Röhrentonband oder so eine Musiktruhe hier von Braun habe ich ja auch schon erfolgreich repariert. Könnt ihr natürlich gerne mal reinschauen, wenn ihr an weiteren solcher Repair-Videos interessiert seid. Da verlinke ich hier oben mal im Verlauf des Videos dann die entsprechenden Videos zu dem Thema. Um auch sofort hier mit der Fehlersuche zu beginnen, habe ich das Gerät schon mal vorbereitet. Also sprich, das ist jetzt hier schon mal an eine regelbare Spannungsquelle angeschlossen, weil es ist ja ein 110 Volt Gerät und habe mir hier schon mal den Schaltplan hinten hingestellt und werde euch jetzt bei der Fehlersuche, ich will mal sagen, so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Das hatte sich ja der eine oder andere gewünscht, dass ich euch da mal ein bisschen mehr im Detail die ganzen Vorgehensweisen oder die Bauteile hier versuche zu erklären. Und dafür eignet sich so ein Röhrenverstärker in meinen Augen sehr gut, denn wenn man sich mal so die Schaltung ein bisschen anguckt, das ist natürlich sehr, sehr simpel alles. Simpel heißt, dass man hier eigentlich mit wenigen Bauteilen ein relativ hochwertiges Gerät konstruiert hat und was auch bei den ganzen HiFi-Fans ein sehr beliebtes Gerät ist und auch gebraucht, habe ich gesehen, sind diese Geräte hier in einem guten Zustand teilweise noch so 2.000-3.000 Euro wert. Die Schaltung ist dahingehend relativ einfach, dass man hier wenige Bauteile hat, die sofort hier im Schaltbild zu identifizieren sind. Das sind dann hier diese Röhren, ne, da haben wir hier die Endstufenröhren, Vorverstärkerröhren oder auch hier die Treiberstufen, Eingangsstufen und so weiter. Und das sind ja mehr oder weniger immer zwei Röhrensysteme in einem Röhrengehäuse teilweise, die man dann halt nutzt. Und dann hat man hier unten dann das Netzteil. Das Netzteil dient halt dazu, die Röhren mit Spannung zu versorgen. Da kommt dann halt auch die schon mehrfach von mir erwähnte Anodenspannung raus. Die ist allerdings hier mehrstufig unterteilt. Mit verschiedenen Widerständen und Kondensatoren wird die nochmal herabgesetzt. Dann haben wir noch eine negative Spannung. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Heizspannung. Und die Heizspannung, die ist hier bei diesem Gerät vorhanden. Dann habe ich dahingehend schon mal gecheckt, da wenn man das Gerät hier einschaltet, dass natürlich dann alle Röhren hier glühen. Das heißt also, diese Glühfäden, die Elektronen aussenden, die sind dann in Betrieb. Man kann natürlich auch, wenn man das Glühen jetzt nicht direkt sieht, was ja hier bei dieser Röhre der Fall ist, kann man natürlich auch mal so vorsichtig, wenn die Röhren so ein paar Minuten gelaufen haben, dann mal eine Hand dran legen, ne, bei der hier. Und dann merkt man, dass die Röhren dann warm sind, was darauf hindeutet, dass dann der Glühfaden auch in Ordnung ist. Man kann natürlich diesen Glühfaden oder diese Heizspannung auch mit einem Messgerät hier messen. Das macht man dann hier im AC-Bereich und je nach verwendeten Röhrentyps kommen dann da Spannungen so entweder bei 4 Volt oder auch bei 6 Volt aus einem Trafo raus. Das macht man dann hier zum Beispiel über eine weitere Wicklung, die sich hier unten befindet. Und da kann man dann, wenn die Röhren nicht heizen sollten, im Prinzip mal die Spannung prüfen. Jetzt gehen wir als nächstes hin und gucken mal, ob die sogenannte Anodenspannung vorhanden ist. Also sprich, ob diese Röhren, ne, hier oben an den ganzen Anschlüssen dann mit dieser Gleichspannung versorgt werden, die dann hier aus dem Netzteil unten rauskommt. Das Netzteil, was ich euch im Schaltbild gezeigt habe, sieht dann von näherem betrachtet in dem Gerät so aus. Dann hat man hier diese dicken Kondensatoren, das sind dann die Siebkondensatoren, die also nach der Gleichrichtung sitzen. Ja, und dann hat man hier halt dann die Dioden vom Gleichrichter. Dann hat man hier noch so einen kleinen Hilfskondensator, der dann auch für einen Spannungsabgriff zuständig ist. Und dann sieht man natürlich hier auch den Rest der Schaltung. Da sind dann hier die ganzen Widerstände, die dann hier zwischen den Röhren dann in der Schaltung so fliegend verdrahtet sind. Da hat man halt hier so ein Stückchen Pertinax-Platine genommen, wo dann einfach nur so ein paar Klemmen drauf sitzen, an denen die Bauteile dann verdrahtet werden. So, und von hier unten sieht man dann die Rückseite von der Platine mit den Drähten, die vom Trafo kommen.
die dann zu den entsprechenden Kondensatoren gehen. Und hier an dieser Stelle, da werden wir jetzt unsere erste Messung machen. Da werden wir dann die Spannungen hier, die das Netzteil liefert, die sogenannte Anodenspannung, alle mal überprüfen. Dann messen wir jetzt als erstes mal die Wechselspannung, die hier am Trafo rauskommt, also sprich am Eingang vom Gleichrichter. Und da ist ja hier der Mittelpunkt zwischen diesen beiden Dioden. Und da müsste ja jetzt eigentlich dann hier eine Wechselspannung anliegen. Und das messen wir halt hier im AC-Messbereich. So, und da ist dann dieser Messpunkt hier. Ja, dann sehen wir jetzt hier, dass da 160 Volt Wechselspannung anliegen. Das finde ich jetzt erstmal ein bisschen zu wenig. Aber wir messen ja jetzt gegen Masse und messen jetzt nicht gegen die zweite Wicklung. Das heißt also, wir haben jetzt hier im Prinzip nur die halbe Wechselspannung. Würden wir jetzt die andere Spule noch mit messen, hätten wir dann im Prinzip 320 Volt. Heißt also, der geringe Wert hier ist am Ende des Tages doch korrekt. Jetzt gehen wir mal hinter den Gleichrichter. Das heißt also direkt am Ausgang an der Diode. Das wäre dann hier oben diese Diode. Da müssten wir jetzt die Gleichspannung anliegen haben. Und da haben wir jetzt hier 250 Volt. So, das ist jetzt aber, wenn man mal mit den Angaben im Schaltbild vergleicht, etwas zu wenig. Und zwar, ich würde mal sagen, so um die Hälfte zu wenig. Denn wir haben ja hier die 460 Volt angegeben. Und wir haben jetzt hier nur 240 Volt. Da stimmt also schon mal irgendwas nicht. Dann gibt es jetzt hier noch eine weitere Spannung, die ich erstmal vorher überprüfe, bevor wir jetzt den Fehler hier an der ersten Spannung suchen. Das ist nämlich diese negative Gleichspannung. Die wird ja über so eine zusätzliche Diode hier unten aus einer weiteren Wicklung am Trafo generiert. Ja, und die Diode sitzt hier auf der Rückseite von der Platine. Die ist jetzt hier mit minus 164 Volt zu sehen. Und wenn man hier mal ins Schaltbild guckt, passt das auch soweit. Also der Spannungszweig hier unten mit der negativen Gleichspannung, der sieht erstmal gut aus. Hier an dieser Stelle, da ist ein Kabel, das ist hier an Masse angeschlossen an der Stelle. Und das gehört eigentlich hier neben an einen anderen Anschluss. Ich zeige da hier mal so mit dem Finger drauf, das ist hier so ein bisschen versteckt unter dem Blechwinkel zu sehen. Da ist nämlich blau und diese orange-rote Leitung, die sind nicht richtig angeschlossen. Das habe ich jetzt hier schon wieder hergestellt und dann gehe ich jetzt aber nochmal hin und check mal, ob das hier irgendeine Veränderung gebracht hat, indem ich jetzt mal direkt hier auf den Ladekondensator gehe, wo eigentlich die Betriebsspannung gleichgerichtet anliegen soll. Ja, und was sehen wir da? Immer noch nichts. Die liegen nämlich nur 8 Volt an. Heißt im Klartext, hier zwischen dieser Verbindung von der Diode zu dem Trafo oder zu dem ersten Kondensator, da fehlt hier eine Leitung oder Verbindung oder ein Kabel, ist nicht richtig angelötet. Wenn man mal die Platine jetzt hier von der Rückseite oder besser gesagt Vorderseite wieder betrachtet, dann haben wir ja hier die Diode liegen. Und diese Dioden sieht man ja, die sind auch nicht mehr original. Da kann man mal hier den Vergleich einblenden, wie das vorher ausgesehen hat. Da hat schon jemand ein paar andere neue Dioden eingebaut. Sind ja schon einige Teile hier in dem Gerät getauscht worden. Unter anderem auch sehr viele Kondensatoren. Und da haben die hier eine Diode eingebaut. Und wenn man jetzt hier mal an diese Stelle dran geht, das ist jetzt der Ausgang vom Gleichrichter, den wir eben gemessen haben. Da haben wir ja hier die 250 Volt. Und das passt ja nicht so ganz. Und wenn man jetzt mal vergleicht, die alte Diode, die hier ursprünglich drin war, mit den Bildern der neuen Diode, wie sie jetzt hier eingebaut ist, ja, dann fällt doch eins auf. Und zwar ist ja hier an dieser Stelle die Diode mit dieser Klemme hier verbunden. Und zwar metallisch leitend über das Außengehäuse. Ja, wenn man dann mal hier von unten guckt, da ist die blaue Leitung hier unten angeschlossen. Und zwar in der Mitte. Die müsste aber eigentlich bei dieser Diode, die getauscht worden ist, hier an diese Stelle drankommen. Ja, und das ist genau das Problem. Und deshalb fehlt ihm die Verbindung von hier nach da. Weil das Kabel hier unten dran ist. Und das heißt, wir müssen jetzt also hingehen, das Kabel hier hinten ablöten und hier oben dran löten. Ja, und dann müssten wir eigentlich auch an dem ersten Kondensator hier Spannung haben. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier festgelötet und auch schon wieder eingeschaltet. Ja, und man sieht natürlich deutlich, jetzt haben wir hier natürlich die höhere Spannung anliegen. Da war also wirklich diese Geschichte hier unterbrochen. Na, da hat also jemand hier beim Tausch der Dioden nicht richtig aufgepasst und halt einen Fehler eingebaut, der jetzt hier zum Ausfall des Gerätes geführt hat.
weil die Betriebsspannung jetzt hier, die ist zwar noch nicht so komplett da, wo sie hin soll, aber ist erstmal in die richtige Richtung. Jetzt können wir uns natürlich die anderen Betriebsspannungen auch nochmal angucken. Und da kann man jetzt ganz einfach hier an diese Siebkondensatoren gehen und dann dort prüfen, ob die Betriebsspannung jetzt hier einmal 380 Volt und die, was haben wir hier noch, 170 Volt, ob die hier anliegen. Da haben wir jetzt hier die 270 Volt anliegen. Das ist zwar noch nicht ganz der Wert, der hier anliegen soll, geht aber auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Ja, und die letzte Spannung ist ja hier mit 170 Volt angegeben. Da gucken wir jetzt mal, wo die so ist. Ja, die ist auch ein bisschen weniger. Die ist jetzt hier bei 119 Volt. Da die Spannung jetzt hier alle ein bisschen kleiner ist, habe ich ja eben schon erwähnt, das lassen wir jetzt hier erstmal außer Acht und geben jetzt erstmal hier ein Signal drauf und gucken mal, wie weit das hier dann durch den Verstärker durchläuft. Ja, und da sieht man ja hier, wenn man das Poti ein bisschen aufdreht, na, da kommt hier auch Signal an der ersten Röhre an. Auf diese Art und Weise gehe ich jetzt hier die ganze Schaltung durch und gucke, ob in jeder Röhrenstufe dann auch eine leichte Verstärkung stattfindet. Das heißt, man geht dann hier am Gitter, also an dem Eingang der Röhre, mit dem Oszilloskop drauf und geht dann im Prinzip an der nächsten Röhre am Gitter, beziehungsweise auch dann hier an die Anode dran, das ist hier oben, und guckt dann, ob da jedes Mal eine kleine Signalverstärkung gegeben ist. Ja, und so arbeitet man sich dann hier Stufe von Stufe zu Stufe bis dann zur Ausgangsstufe hier am Übertrager durch. Und am Ende des Tages sollte dann, wenn alles soweit korrekt ist, am Ausgang hier an den Lautsprecherausgängen dann das Signal anliegen, was wir dann später auf den Lautsprechern hören. Dann gehe ich jetzt hier laut Schaltplan mal an die einzelnen Punkte dran, ja, und gucke dann, wo das Signal im Prinzip hängen bleibt. So, da haben wir hier einmal diesen Widerstand, den man hier auf dem Schaltplan sieht. Da sieht das gut aus. Ist hier der nächste. So, dann haben wir jetzt hier noch den Gitteranschluss der nächsten Röhre. So, das ist das Signal größer. Dann haben wir hier die Anode, der Ausgang. Da ist das Signal noch größer. So, jetzt haben wir hier. Ja, da ist jetzt keine Änderung und hier am Ausgang ist das Signal sogar ein bisschen kleiner. Gut, da gucken wir uns jetzt mal die Bauteile an. Das sind ja hier diese Widerstände, die hier im Prinzip verbaut sind. Die sind ja hier unten über so kleine Käbelchen dann an der Platine von hinten angelötet. So, dann müsste jetzt hier im Prinzip laut Schaltplan dann ein Widerstand liegen, der 12 Kilo Ohm hat. So, der ist dann hier, einmal da, da fehlt eine Verbindung. Ach, guck mal an, ich habe es schon gesehen. ja, wenn man nicht richtig arbeitet. Fehler schon gesehen, drehen wir das Ding mal rum, vorsichtig. Ja, die Kamera kann es nicht genau sehen, ich komme auch hier schlecht mit der Handkamera rein. Hier ist einer dieser kleinen Kondensatoren, ich fahre da mal mit dem Zoom dran. So, der sitzt hier, der ist hier so dran gelötet und hier ist so ein bisschen Klebeband und da unten ist so ein kleines Drähtchen innen drin. Ja, und da ist der locker, da sitzt der locker drin, also der ist nicht richtig verlötet, bis wenn man hier dran zieht, da hat man jetzt hier den Draht und den Kondensator schon so halb in der Hand. Das werden wir jetzt hier mal festlöten und das Ganze ist nämlich auch hier mit so einem Spannungsteiler verbunden, wo dann auch hier noch diese anderen Kondensatoren dranhängen, die hier so frei fliegend eingebaut sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht beim Zusammenbau, wenn man da nicht so gut dran gekommen ist, dass der die Dinger hier eingebaut hat, ich will jetzt nicht sagen geschlampt hat, aber da nicht so richtig gelötet hat. Und das löten wir jetzt mal fest, das Ganze. Und dann machen wir nochmal einen Versuch mit Signal drauf. Gut, da muss ich nur einen Tropfen Lötzinn dran. Ich hoffe mal, das packe ich hier. Ja, schmilzt das schön und dann kriegt er hier auch Kontakt. So, da ich jetzt davon ausgehe, dass das der letzte Fehler war, habe ich jetzt hier schon mal einen Lautsprecher am Ausgang angeschlossen und das Ding jetzt auch schon mal wieder warm laufen lassen. Ja, und dann drehen wir jetzt mal langsam hier das Poti wieder auf und dann hören wir mal, was hier im Lautsprecher jetzt rauskommt. Ja, da läuft er. Also man hört hier deutlich den Sinuston, der jetzt hier an dem Lautsprecher
den ich hier oben auf dem Regal stehen habe, ausgegeben wird. Jetzt stellen wir mal das Eingangssignal ein bisschen wieder runter, also auf den korrekten Wert. Ich glaube, der ist hier irgendwie angegeben mit, was habe ich hier gesehen? Wo war denn das? 0,5 Volt Eingangsempfindlichkeit. Ja, der Eingang war ein bisschen übersteuert. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal gar nicht so schlecht, das Ergebnis. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal signaltechnisch auf dem Oszilloskop an. Heißt also, das Signal, wenn ich jetzt hier einspeise, das greife ich jetzt hier am Ausgang mal mit dem Oszilloskop ab und parallel dazu lege ich jetzt noch einen Lastwiderstand und dann können wir auch direkt mal die Leistung messen und gucken, ob dann das Sinussignal auch schön sauber ist. Also ob wir hier dann auch einen sauberen Signaldurchlauf haben, sehen wir dann. Und wenn da noch irgendwas nicht in Ordnung ist, dann müssen wir natürlich nochmal gucken, wenn das Signal dann zu stark verformt ist, ob hier noch irgendwie ein Problem mit einer der Röhren besteht oder ob hier ein Problem noch an irgendeinem Kondensator eventuell besteht, was dann diese Verformung des Signals zum Beispiel auslösen könnte. Soweit funktioniert das Gerät ja jetzt erstmal wieder auch mit Ton und auch natürlich hier über Lastwiderstand haben wir dann ein halbwegs vernünftiges Sinussignal am Ausgang und die Leistung habe ich auch direkt mal mitgemessen. Die ist ein bisschen weniger als hier hinten auf dem Typenschild bzw. in der Anleitung angegeben. Und das liegt daran, dass natürlich auch die Betriebsspannung, die wir ja eingangs gemessen haben, ein bisschen zu gering ist. Der Sache habe ich ja erstmal keine Beachtung geschenkt, aber da kümmern wir uns jetzt drum. Denn die Betriebsspannung, die sollte natürlich schon auf die Werte in etwa kommen, die auch hier im Schaltbild angegeben sind. Bei diesen Röhrenverstärkern ist diese Betriebsspannung aber jetzt nicht so ein Hauptkriterium. Die kann auch mal ein bisschen niedriger sein, dann funktioniert das Ganze nämlich immer noch. Aber wir wollen das Ganze ja zu einem vernünftigen Ergebnis bringen. Und dann werfen wir jetzt mal einen Blick hier in die Schaltung. Da hatten wir ja hier am Gleichrichter gemessen. Und unter anderem sind ja auch unterhalb dieses Zweiweg-Gleichrichters hier zwei Kondensatoren noch verbaut. Bei diesen beiden Kondensatoren handelt es sich hier um diese dicken beiden Kollegen. Und die anderen beiden, das sind diese hier. Das sind dann diese 30 Mikrofarad und das sind dann die 250 Mikrofarad Ladekondensatoren, Siebkondensatoren, wie auch immer man die hier auch bezeichnet. Und der eine, der ist hier in so einem Pappmantel eingewickelt, der hat ja auch unten, wie ihr ja gesehen habt, so eine Isolierung an dem Metallrahmen. Das hat damit zu tun, dass ja hier die Gehäuseaußenseite, die normalerweise Minus ist, die ist ja jetzt hier im Prinzip Plus, da wir hier mit einer negativen und positiven Betriebsspannung arbeiten. Und da ist natürlich dann hier das Spannungsverhältnis umgekehrt. Und damit man hier nicht eine gezockt bekommt, wenn man hier mal die Hand drauf legt, haben die natürlich hier eine Pappe drum gemacht. Die Kondensatoren, die messen wir jetzt mal, weil ich vermute nämlich, dass der Fehler hier mit den Kondensatoren zusammenhängt, dass hier einer der Kondensatoren vielleicht keine passenden Werte mehr hat und dann deshalb natürlich die Betriebsspannung nicht auf den richtigen Wert kommt. Das machen wir hier mit dem Kapazitätsmessgerät. Das hatte ich euch ja auch schon das eine oder andere Mal in meinen Röhrenvideos vorgestellt. Also das ist wirklich sehr hilfreich, so ein Gerät. Also ich kann euch da nur zu raten, so ein Gerät zu kaufen. Findet ihr übrigens in der Videobeschreibung hier zu dem Nachfolgemodell von diesem Ding hier ein ganz gutes Gerät. Kostet irgendwie so 40, 50 Euro. Und wenn ihr über den Link geht, dann habt ihr, glaube ich, irgendwie 10% Rabatt, die ich da mit dem Händler vereinbart habe. Könnt ihr ja mal draufklicken. Gut, dann messen wir jetzt mal die Kapazität. Ich hatte das jetzt hier zwischenzeitlich schon alles ein bisschen losgelötet. Und dann gehen wir jetzt hier mal auf den ersten Kondensator, der jetzt 250 Mikrofarad haben soll. So, schließen wir mal hier an. So, naja, sieht man schon direkt, der hat 100 Mikrofarad mehr. Und das stimmt natürlich nicht, das Ding hat eine Macke, das sollte der nicht haben. So ein paar Mikrofarad mal plus minus ist klar bei Kondensatoren, ne, aber nicht 100 zu viel. Also heißt also, der hat schon mal eine Macke hier. Und dann werden wir uns den anderen mal angucken. So, schließen wir den da mal an und hier an. Ja, und da sehen wir nichts. Der hat nämlich nur 2 Mikrofarad. Ja, der hat eine Macke. Der zeigt gar nicht mehr richtig an. Der ist also kaputt. Das heißt also, diese beiden Kondensatoren, die werden wir jetzt auch ersetzen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich jetzt hingehen, hier diese Gehäuse ausbauen und das Ganze in das Gehäuse reinfrickeln. Das machen ja manche Leute bei Röhrenradios, wo man das dann vielleicht optisch ein bisschen schön noch machen will.
wenn man da reinguckt, aber hier ist ja noch so ein Deckel drüber, das heißt, das sieht man nicht, das heißt, da gehen wir also hin und machen jetzt hier von unten neue Elkos rein mit den passenden Werten, sprich passende Werte. Ich habe jetzt hier welche gefunden, die haben sogar 350 Volt Spannungsfestigkeit, die sind natürlich ein bisschen besser. Und diese beiden Elkos hier, die auf der rechten Seite sitzen, die habe ich jetzt eben auch schon mal durchgemessen, die haben auch erhebliche Abweichung von der Kapazität, aber wir machen die trotzdem neu. Denn das soll ja ein vernünftiges Endergebnis geben. Ebenso werde ich jetzt hier diese beiden Kondensatoren, die hier so lose dran gefrickelt sind, da sind auch die falschen Werte drin, die werde ich durch richtige Werte ersetzen. Einige der Kondensatoren, sieht man ja hier die gelben, die wurden ja schon von jemand mal hier ersetzt, der wahrscheinlich auch hier die Dioden getauscht hat. Das ist soweit alles ganz prima geworden. Und dann werden wir hier noch den Elko, der hier hinten sitzt, werden wir auch noch durch einen passenden ersetzen. Und dann werden wir abschließend nochmal eine Messung machen, uns die Betriebsspannung nochmal angucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Und dann sollte die Reparatur an dieser Stelle dann auch fertig sein. Und der Besitzer freut sich dann hier über so ein schönes Gerät, dass er wieder zurückkommt. Und wenn euch solche Sachen gefallen, hier solche Röhren-Repair-Videos, ne, klar habe ich ja schon gesagt, schaut mal bei meinen anderen Röhren-Radio- oder Röhren-Technik-Videos vorbei. Und da werden noch mehr solche Sachen kommen. Also ich habe da schon, ich sag mal, angekündigt ein paar sehr interessante Röhrengeräte, die man mir zuschicken wird. Da lohnt es sich also hier an der Stelle auf den Abo-Button zu drücken. Dann seid ihr nämlich dabei und könnt euch dann diese neuen Videos hier bei mir in meinem YouTube-Channel angucken. Gut, dann holen wir erstmal die Kondensatoren raus und löten auch hier mal die neuen rein. Und dann sind wir hoffentlich hier mit der Reparatur von dem Gerät auch dann fertig. Mit dem Multimeter überprüfen wir dann jetzt nochmal die Betriebsspannungen, die hier jetzt an den Elkos anliegen, nachdem die getauscht worden sind. So, und dann sehen wir jetzt hier 405 Volt, also da kommt dann auch schon etwas näher an den Wert heran, der hier im Schaltbild angegeben ist. So, und dann haben wir jetzt hier an den anderen beiden Kondensatoren, haben wir einmal hier, haben wir jetzt 402 Volt. So, und ein Blick ins Schaltbild zeigt uns, dass das insoweit auch erstmal passt. Und dann haben wir jetzt hier oben noch einen Abgriff, da liegen dann die 136 Volt an und das sieht alles super aus. Wie gesagt, ein paar Volt Toleranz dürfen da sein. Das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, wie die Röhren jetzt hier im Arbeitspunkt laufen. Da ist so eine gewisse Belastung, die im Anodenstrom ist und das ist ja ein ungeregeltes Netzteil. Also sprich, wir haben ja hier nur mit Widerständen und der Röhre im Prinzip einen Spannungsteiler aufgebaut und in Abhängigkeit von dem Strom, der da fließt, ändert sich natürlich dann auch schon mal das Spannungsverhältnis und der Strom, der kann sich natürlich im Laufe der Jahre ein bisschen ändern, wenn die Röhren ein bisschen taub werden oder im Prinzip vom Arbeitspunkt her so ein bisschen daneben laufen. Man könnte das Ganze im Prinzip durch Austausch der Röhren wieder so ein bisschen in die richtige Richtung biegen, aber da muss man natürlich mal gucken, was findet man auf dem Markt für Röhren. Meine Röhren kriegt man schon noch, auch ganz gut, aber von welcher Qualität sind die? Und das sehe ich hier. So, das hat im Prinzip nur Geld kostet, aber am Ende des Tages an dem klanglichen Ergebnis dieses Gerätes kaum was ändern wird. Und deshalb lasse ich das auch so. Die Spannungswerte, die stimmen und wir haben unser Ziel erreicht. Und jetzt machen wir noch eine kurze Leistungsmessung und dann sind wir hier an der Stelle auch mit der Reparatur von diesem Gerät im Prinzip schon fertig. Für den abschließenden Leistungstest ist jetzt alles aufgebaut, diesmal auch impedanzmäßig richtig angeschlossen. Vier oben Lastwiderstände, ja, und dann ist jetzt hier schon ein Oszilloskop angeschlossen. Der Verstärker ist jetzt schon ein paar Minuten hier warm gelaufen, ja, und ein Blick auf das Oszilloskop hier drüben zeigt mir auch, dass hier alles korrekt ist. Und jetzt werde ich den mal ein bisschen aufdrehen, bis er hier in die Begrenzung reingeht. So, jetzt hört man auch schon leicht so ein bisschen die Röhren pfeifen hier, der 1 Kilohertz-Ton, ja, den kann man jetzt hier so ein bisschen hören. Und da hat er jetzt hier eine Leistung, wenn ich das mal so richtig sehe, von etwas um die 40,
42 Watt. Und da deckt sich auch hier mit den technischen Angaben. Da sind 38 Watt angegeben. Jetzt habe ich ihn hier ein bisschen in die Begrenzung reingedrückt. Das kann so ein Röhrenverstärker ja zum Glück gut ab. Das passt alles soweit und dann kann man das Gerät jetzt wieder zu dem Besitzer zurückschicken. Und wir sind auch hiermit am Ende des Videos und dieser Verstärker, der wird jetzt wieder zu seinem Besitzer zurückgehen, der sich bestimmt schon richtig darauf freut, dass er jetzt hier so einen schönen durchreparierten Verstärker bekommen hat. Ja, Hauptursache war im Prinzip ein eingebauter Fehler. Dann war hier einmal an so einem Widerstand so ein kleiner Kontaktlose. Der war wahrscheinlich irgendwie nicht richtig festgelötet worden, als man hier mal die Kondensatoren getauscht hat oder ist irgendwie abgegangen, wie auch immer. Ja, und dann waren im Prinzip diese Kondensatoren hier, die Ladeelkos und noch zwei, drei hier auf dem Chassis, die waren nicht mehr so dolle und die habe ich dann noch im Prinzip mit gewechselt und das hat auch dann dazu geführt, dass dann das Netzteil auch wieder komplett funktioniert, also sprich die Spannungen auch wieder im richtigen Bereich sind und das Gerät somit wieder, wie es sein soll, funktioniert. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, lasst mir ein Abo da, wenn ihr Fragen habt, ne, gerne immer in die Kommentare reinschreiben. Ihr findet mich natürlich auch hier bei Instagram oder Facebook. Und meine E-Mail, die läuft jetzt unten gerade durch. Und da könnt ihr euch dann gerne mal melden, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt, die hier solche Geräte angehen. Also macht's gut, tschüss zusammen.